Jetzt muss ich mal wieder so eine Moonrake hier rausziehen. Mal gucken, was passiert. Oh, diesmal greift sie mich sogar nicht an. Diesmal ist sie ganz... Warum sieht der Mann Rake... Achso, nee, ich bin jetzt gerade im falschen Texturenpack. Ah, jetzt ist sie hier wieder. Ab und zu hat man mal ein paar böse Mannraken dabei. So, das habe ich mir auch geholt. Aber da ist kein Setzling bei rausgekommen. Ich weiß noch nicht, wofür ich die Belladonna-Pflanzen brauche. Das wird sich auch noch alles klären. Ich muss jetzt natürlich wieder einen von diesen Setzlingen... Ich brauche Ton. Wo habe ich denn den Ton hingepackt? Unten im Keller? Ah, wenn nichts mehr hilft, dann gehst du mal kurz in den Keller, Terra. Im Keller und dich schämen. Dafür, was du heute hier abgeliefert hast. Habe ich da gerade irgendeine Stimme gehört? Die irgendwie gesagt hat, ich soll mich schämen? Ah, vielleicht sollte ich das wirklich tun. Aber nee, das machen wir wann anders. So, Krimskrams. Da ist es, Clay. Dann packe ich mal, wo auch immer es gerade ist. Da, Gunpowder. Und verrottetes Fleisch. Bone nehme ich mal lieber wieder mit. Man weiß ja nie, ob ich es noch gebrauchen kann. Die Arrows packe ich hier auch rein. Und ich glaube, da kommt gerade wieder ein Skelett um die Ecke. Natürlich! Wer wusste es nicht? Und versprach es nicht. Ich habe doch eben hier das eingesammelt. Da kommt doch noch ein Skelett gerade. Ich glaube, ich hau ab. Wir haben jetzt Clay. Wie mache ich denn diese Teile jetzt wieder? Ich glaube, da musste ich das wie, als ob ich hier einen Krug mache, beziehungsweise einen Eimer. Nö. Ach so musste ich das machen. Verstehe. Das heißt also so. Ich werde mal kurz... Leider muss ich die Siedlermusik überspringen. So, jetzt wird das hier gebraten. Das Brot, das kann ich auch erstmal lagern. Irgendwo, wo ich es wiederfinde, wenn ich Hunger am Hungertuch nagen sollte. Zwei Stück haben wir. Das heißt also, ich kann jetzt wieder diesen Setzling hier reinpacken und es nochmal braten lassen. Dann habe ich ja eigentlich schon wieder alles. Das packen wir hier unten hin. Ich habe das Bone Meal. Ich habe das Ei. Ich habe die Mahnrake. Und ich habe das Grün. Und jetzt kommt eigentlich nur noch die Asche drumrum. Ich hoffe, wir werden diesen Setzling bekommen und dann werde ich einen Baum züchten erstmal. Leider ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass wir es bekommen. Das ist doch ein schlechter Witz. Das... Nee. Nee. Ich kann doch jetzt hier nicht die ganze Zeit was verfeuern. Ich muss es leider tun. Was ich auch tun werde, ist hier draußen den Baum fällen. Wenn ich Setzlinge kriege. Und gleich wieder neun Pflanzen. Da führt kein Weg dran vorbei. So viel hat das jetzt leider nicht gebracht. Dies muss ich auch mal überspringen.
Ich dachte, ich hab's übersprungen. Na los, überspringen. Geht doch. Das muss ich leider auch wieder ein bisschen überquatschen. Ich habe hier irgendwie die falsche Musik momentan. Ich glaube, ich müsste die Playlist wirklich nochmal komplett überarbeiten. Wow. Ich habe jetzt zwar schon viele Sachen wieder neu dazugepackt, aber im Moment kommen auch irgendwie ganz oft die alten Sachen wieder. Weil das mit dem Abmischen nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hä? Hä? Wie jetzt? Ich fühle mich gerade so derbe verarscht. Das glaubt man gar nicht. Ich packe hier ganz normale Tannensetzlinge rein. Und was kriege ich? Asche. Ihr bösen Bäume! Da ist noch ein Setzling. Lauf! Hol ihn dir! Und schnapp... hau sofort wieder ab wegen dem Creeper. Gut, dann nochmal. Ich hoffe, ich krieg da noch was raus. Ah, da ist es ja wieder. Es ist ein bisschen wie Glücksspiel. Manchmal klappt es, manchmal klappt es halt nicht. Und jetzt habe ich kein Ei mehr. Das, da habe ich aber unten im Keller bestimmt noch. Ich hoffe, dass ich da noch was habe. Ansonsten muss ich mir irgendwie mal Hühner schnappen, die mal einsperren und, ja, Eier sammeln. Grimmskrams, die sind sogar noch hier. Ich will sie jetzt aber auch nicht wegschmeißen, um zu gucken, ob da ein Huhn rauskommt. Da draußen laufen genug rum. Die muss ich nur mal alle irgendwie zusammenpacken und, ja, eine Eierfarm machen. Okay, ich habe zwei Mannrake, ich habe nur einen Bone Meal, das ändern wir gleich mal. Apropos, ich glaube, ich werde noch mal kurz einen Baum züchten. Weil ich möchte nämlich nicht wieder ein bisschen warten, weil ich habe nämlich auch so das Gefühl, umso länger wir warten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Ah, gucke an, da ist er. Nein, das Gucken. Hä? Ach so, jetzt ist es weg. Ich dachte jetzt schon, das bleibt da oben. Verschwindet nur ganz langsam. Weil der Rest ja auch so schnell weg war, ne? Okay, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Setzlinge. Paff. Wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir wieder nach so einer blöden, beschissenen, gelben Pflanze suchen. Und das will ich nicht. Da sieht man eigentlich mal, wie anstrengend es doch ist, in diesem Mod irgendwas zu erreichen. Jetzt sehen wir auch mal ein bisschen mehr. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh! Jetzt muss ich schnell irgendwas verfeuern. Es reicht auch schon. Oh, wir haben's. Jetzt haben wir zwei davon. Jetzt packen wir die zwei hier unten hin. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles. Hier kommt das Grün hin. Hier kommt die Mahnrake hin. Hier kommen die zwei Eier hin. Und hier kommen die zwei Bohnenmehl hin. 16 Versuche haben wir jetzt. Uppala. Mit diesen 16 Versuchen müssen wir doch mal irgendwie an dieses... Komm. Das ist doch wohl alles ein schlechter Witz. Hallo? Ja, Harthorn und Zeppelin. Warum kriege ich diesen Zeppelin immer? Was kann der denn so? Ich kann mir damit einen Besen machen.
Da, Rohwaren. Ja, Tree Sapling. Ohr Dictiari. Warte mal, ich will mal gucken. Ohr? Flamstrings. Hm, das hat irgendwie damit nichts zu tun. Es wäre ja in dem Fall eigentlich völlig egal. Damit geht's jedenfalls nicht. Kann ich hier noch irgendwas verzaubern? Ist jetzt die große Frage. Ich muss gucken, ob ich hier noch einen Setzling finde. Aber ich glaube nicht. Ja, ich habe einen Dschungelsäppling. Das wollte ich schon immer mal haben. Wisst ihr was? Ich lasse den jetzt hier wachsen. Ich muss noch mal gucken, wie ich den bekomme. Wahrscheinlich muss ich da so viele Versuche starten, dass das klappt. Ja. Mal schauen. Heute ging einiges schief. Ich weiß. Das tut mir auch irgendwie total leid, dass das so war. Oh, das tut mir in der Seele weh. Aber leider muss ich jetzt aufhören. Ich meine, wir haben jetzt hier ordentlich Material wieder zusammen. Mal sehen, wie ich das schneiden werde, weil du kannst ja schlecht alles in 15-Minuten-Folgen machen. Ich werde maximal wahrscheinlich wieder 20-Minuten-Folgen machen, damit wir ein bisschen was von Minecraft wieder haben. Ja, es tut mir leid, dass da so einiges schiefgegangen ist heute. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr richtig reden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, da läuft alles ein bisschen besser, ein bisschen glatter und nicht so grob. So, dass man eigentlich glatt, so wie wegrutschen, dass das wieder so halt hier im Spiel dann ist, dass es alles so wie geschnitten Brot auch funktioniert. Müssen wir mal gucken, ob wir beim nächsten Mal diesen tollen Sapling irgendwie zusammenkriegen oder ich werde den mir einfach irgendwie machen. Mal gucken. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Hallo und willkommen zurück zu einer lang ersehnten Minecraft-Folge von Attack of the B-Team. Ja, es geht endlich weiter hier in der Welt von Minecraft, weil meine Minecraft-Pause nun auch endlich ein Ende hat. Und ja, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Das ist hier die große Frage aller Fragen. Ich habe auch ein paar Sachen hier zum Ankündigen, die ich aber so nach und nach ansprechen werde, weil ich werde nämlich so ein bisschen den Ton runterregeln gerade. Jetzt gerade ein bisschen sehr laut ist auf dem Ohr. So. Ich habe mich mal mit Minecraft-Musik ausgestattet, weil ich habe nämlich schon mal eine Aufnahmesession gemacht. Da habe ich allerdings nur mal eine Folge aufgenommen. Und habe festgestellt, dass die Musik viel zu laut war. Hab aber wieder alles natürlich zurückgesetzt. Hab aber auch nicht viel gemacht, weil ich nur gequatscht habe. Und zwar, wir werden erstmal hier diese Geschichte weiterbauen. Wir wollten ja immer noch eine Tür haben. Das heißt, wir wollen ja immer noch das Raketenloch hier irgendwie zumachen. Es ist eigentlich ganz einfach, uns fehlt der Slime. So, ich wollte natürlich bei den letzten Malen den Slime irgendwie aus diesen Setzlingen hier rauskriegen. Also aus so einem speziellen Setzling und dann da ab in den Witchery-Ofen und dann hätte ich den Slime gehabt. Aber es gibt noch eine einfachere Methode, auf die ich nicht gekommen bin. Ich werde mich mal kurz zu einer Fledermaus verwandeln, weil wir können ja mal in die Höhe fliegen. Und da oben, ne, da sehen wir so eine tolle Insel am Himmel. Und diese Insel, die hat einen ganz großen Vorteil, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Ihr seht schon die Farbe von dem Baumstamm, ne? Und da oben steht Congrelite Green Slime. Dieser Slime hat einen Vorteil. Wenn ich den aufsammle und hier reinpacke, kriege ich 4 Slimebälle. Merkst du was? Wir hätten uns den ganzen Weg eigentlich sparen können, den wir beim letzten Mal eingeschlagen haben. Aber egal, so haben wir mal ein bisschen rumprobiert, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat. Ich muss auch sagen, ich habe die letzte Folge echt ein bisschen blöd geschnitten, ne? Ich hätte die eigentlich mal so schneiden können, dass man zumindest gemerkt hätte. Ich weiß nicht genau, ob ich es angekündigt hatte mit der Minecraft-Pause.
Aber wir sind ja jetzt schon, glaube ich, sogar 4 Monate ohne Minecraft gewesen. Und ich muss einfach mal Danke für diejenigen sagen, die hier wirklich so lange ausharren und immer auf die Folgen warten. Also sowas ist echt nicht selbstverständlich. Und ich habe ja so ein paar dabei, denen muss ich einfach ganz besonders danken. Aber die wissen das auch schon. Denen habe ich das nämlich schon mal gesagt. Hui, die fallen hier runter. Juhu, patsch. Ach, der fällt ins Wasser, na toll. Und er lebt noch, der Slime. Egal, ich werde jetzt erstmal nach Hause fliegen. Ich habe halt auch sehr viele Sachen zum Ankündigen, weil ich möchte nämlich meine Videos etwas verändern. Also zumindest ist Minecraft ja immer so ein bisschen mein Pilot. Was sind das? Es brennt ja gar nicht. Also mein Pilot-Let's Play, womit ich irgendwie alles komischerweise ausprobiere. Ich weiß noch, die ersten Minecraft-Folgen... Was war das denn? Wie sehe ich denn aus? Mein Tee wie Terra ist im Gesicht. Okay, hier scheint irgendwas generell nicht zu funktionieren. Und ich habe hier unten gerade so eine komische Anzeige von Nvidia. Weg mit dir. Also, ihr wisst ja noch, in den ersten Folgen, wo ich das Intro hatte, da habe ich ein bisschen mit mir selbst rumprobiert, wie... Das war dann mir aber doch ein bisschen zu... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen zu viel des Guten. Gut, ist natürlich ganz klar, wenn man ganz frisch dabei war. Früher, da wollte man irgendwie aus der Masse herausstechen, aber ich habe mich dann doch anders entschieden. Hatte ich denn eigentlich... schon Pistons gemacht? Ich bin eigentlich der Meinung, ich hatte Pistons. Warte. Die könnten im Keller sein. Müssen wir mal gucken. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, weil es kam nämlich bei DayZ so gut an, dass ich jetzt hier vielleicht erstmal für einen gewissen Zeitraum erstmal sozusagen Krimskrams muss ich haben. Mein Outro mache. Und ich habe auch einen sehr schönen Entwurf gemacht. Ob ich den nochmal ändere, wenn ich jetzt das Video dann sozusagen rendere, mal sehen. Hatte ich nicht irgendwo Pistons? Ich bin mir doch fast sicher, dass ich Pistons hatte. Ja, natürlich hatte ich Pistons. Wo habe ich die hingepackt im Eifer des Gefechts? Na, das ist ja toll. Diese Folge hier wird auf jeden Fall Überlänge haben, weil das jetzt die erste Folge ist seit langem. Und ich habe jetzt auch einen Timer nebenbei laufen. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Aber so kann man vielleicht das Let's Play etwas verändert darstellen, weil ich dann einfach die Folge beende, wenn es gerade langweilig ist. Oder wenn es total spannend ist. Also ich bin ja völlig frei in der Hinsicht. Sag mal, ich bin doch nicht blind. Ich weiß ganz genau, dass ich Pistons hatte. Da oben sitzt du doch. Terra, Terra, Terra. Kauf dir mal eine Brille. Das Schlimme ist, ich habe eine Brille auf. Also. Bisschen Ironie des Schicksals, wie man so schön sagt. Packen wir das mal hier drauf. Und ich gehe auch mal pennen. Und dann muss ich da sowieso das System etwas umbauen, weil das klappt nämlich so nicht. Ich habe da nämlich schon mal ein paar Entwürfe gemacht, damit ich nicht so ganz blind in die Geschichte gehe. Ah! Na toll, das hat ja super geklappt. Merkt ihr eins, springe nie wieder in den Schacht. Und hier muss ich auch ein paar Scheiben reinmachen, das fehlt auch noch. Das heißt also für mich jetzt erstmal hier unten buddeln und ich habe eine Qualitätsschaufel dabei. Na, happy birthday. Na, wenn mir die nicht gleich zerbricht, dann weiß ich auch nicht. Oh, oh Wunder. Hier müssen wir mal, paff, das zumachen. Dann sammeln wir das mal auf. Und dann buddeln wir uns mal hier lang. Jetzt ist natürlich meine Schaufel kaputt, was ich weniger schön finde. Ich werde mich mal kurz wieder, upala, in den normalen Modus begeben. Na, überspring doch den Terra nicht immer zu.
nein, bloß kein Wasser. Nein, 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 nein. Das habe ich völlig vergessen. Scheiße, 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 scheiße. Ich meine natürlich Mist, 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 Mist. Verdammt, das gibt's doch nicht. Ist jetzt hier irgendwas runtergeflossen? Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, pff. Das muss ich jetzt zwar sowieso alles abbauen, aber... Ah, natürlich. Och, Terra. Stürzt doch nicht wieder ab. Geht doch. Ich bin rigoros in solchen Sachen, dass ich einfach irgendwo runterfalle, wo ich nicht runterfallen will. Im Normalfall zumindest. Gut, ich muss hier so oder so nochmal raus. Das heißt also, ich muss doch nochmal in den Fledermaus-Modus. Weil ich habe nämlich das Hieselwerkzeug vergessen. Und ich brauche noch etliche Steine. Ach ja, bin ich gut vorbereitet heute. Aber das darf ich heute auch mal, weil ich jetzt nach 4 Monaten mal wieder hier weitermache. Also das ist schon... Manche dachten ja sogar schon, ich habe aufgehört mit Minecraft. Aber nein. Ich habe einfach nur eine Pause gemacht. Es kommt halt davon, wenn man die Folgen so blöde schneidet, dass man einfach keine Folge mehr zusammenkriegt, wenn man Pause macht. So, dass wir quasi bei Folge 83... Ich glaube, wir sind bei Folge 83. Ich guck mal kurz. Nicht, dass ich was Falsches sage. Minecraft. Wir sind bei Folge 83, tatsächlich. Krimskrams. Hiesel ist, glaube ich, oben in der Kiste, aber nicht hier unten. Und ich höre ganz fiese Geräusche. Fliegen wir hier nochmal raus. Ich bin vielleicht ein bisschen hektisch heute. Ich muss mal wieder meine Let's Play-Spielweise einspielen, damit das nicht zu hektisch für euch wird. Gut, jetzt dürften wir eigentlich alles haben. Eine Schaufel wäre noch ganz gut. Dann machen wir uns mal eine. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Machen wir uns einfach Fackeln. Ich hätte natürlich auch die Charger Coal einfach nehmen können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich... Das ist natürlich doof. Komm, wir packen das da drauf. Die Tür hier rein. Und dann gehen wir erstmal kurz da wieder hinunter. Dann kann ich mich hier nämlich entfalten. So, Hieselwerkzeug ausgepackt. Und dann nehmen wir, glaube ich, mal dieses Gestein hier. Dann buddeln wir uns mal hier lang. Ach. Paff. Mann, ich habe ja richtig tolle Musik heute. Ich weiß nur, dass das eine freie Musik ist. Die auch keiner irgendwie anzetteln kann. Nicht, dass YouTube jetzt durch diese Richtlinienänderung irgendwie einen Strick einem davon zieht. Ich weiß, dass die das irgendwie ein bisschen verschärfter jetzt haben. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen in Sachen Musik. Nein, nicht schon wieder. Oh, ich hasse dieses Wasser. Aber jetzt dürfte uns da nichts mehr passieren. So. Was ist denn das? Hier habe ich das noch vergessen. Ich muss noch einen weiter rein. Beziehungsweise raus. Lassen wir da mal kurz das Wasser reinlaufen. Ja, so ist es gut. So. So passt es jedenfalls. Ich muss das verbreitern. Ich werde euch auch gleich zeigen, wieso das so ist. Aber erstmal werde ich hier den Rahmen drumherum legen. Ich meine, hier wird vielleicht sowieso kaum jemand reingehen, aber ich will das, wenn, natürlich schön aussehen
lassen, falls man hier doch nochmal reinkommt. Also ich bin immer so einer in Minecraft, ich glaube, das habe ich schon mehrmals erzählt, aber ich kann das immer öfter sagen, dass ich eigentlich Gebäude baue, damit sie auch nach was aussehen. Ich kann nicht einfach so 0815 Gebäude bauen, weil da wäre ich selber total unzufrieden mit. Und ich glaube, ich brauche anderes Gestein. Oder ich mache einfach mal den Cobblestone. Nee, das sieht doof aus. Das sieht wirklich doof aus. Das passt einfach nicht. Ich werde noch mal kurz rausfliegen. Ich hatte doch hier irgendwo Stein, ne? Ja, hier die Stein. Die zwei Eier packen wir mal hier rein. Wir müssen sowieso unsere ganze Lagerverwaltung noch mal überarbeiten, weil das ist ja überhaupt nicht toll. Ah. Welchen Stein nehmen wir denn mal? Der hier sieht bestimmt super aus. Könnte schon fast wieder ein bisschen zu viel des Guten sein. Wie sieht's denn mit diesem Gestein aus? Na, jetzt hänge ich hier irgendwo. Ach, das dreht sich sogar mit. Das hätte ja irgendwie was, ne? Aber irgendwie... Ich bin mir momentan ein wenig unschlüssig. Ja doch, das muss dieses Gestein hier sein. Doch, das wirkt immer noch am authentischsten. Weil da stehen ja quasi dann die Pistons drauf. Will ich das so haben? Ich glaube, das ist am besten so. So, das heißt jetzt natürlich für mich, dass ich hier wieder die ganzen Repeater hinpacken muss. So. Dann setzen wir Pisten war schon richtig, aber er guckt mir ein bisschen in die falsche Richtung. Oh, ich sollte nicht dabei fliegen. Wenn ich das abmontiere. Wisst ihr, was ich gerade merke? Wir haben zu wenig Pistons dabei. Uns fehlen nämlich noch zwei Stück. Hätte ich eigentlich gleich drauf kommen können, aber nö, nö. Ich muss nochmal laufen. Das ist ja bei mir so ein... ist mein Hobby. So. Dann hier 2, 2. Redstone und Eisen. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Platz, weil einfach wieder alles zu sehr zugemüllt ist. Es gibt aber einen Trick dabei. Den Cobblestone einfach mal verändern. Terra. Denk mal nach, was du tust. Du brauchst diese zwei Slime-Bälle nämlich noch. Um die hier noch klebrig zu machen. Ganz einfach. Den setzt du dahin, den setzt du dorthin. Und das Ganze jetzt natürlich mit dem Stein. Und zwar mit diesem hier. Ich mache das auch extra alles zu. Ich darf es natürlich nicht richtig zumachen. Jetzt muss ich es erstmal testen. Wobei ich natürlich auch erstmal hier noch die Leitung legen muss. Wumm. Das geht bis hier. Das Ganze muss auf der Seite auch nochmal passieren. Ich hoffe, der Redstone reicht. Oh nein, das reicht nicht. Da fehlen mir so 3 Blöcke ungefähr. Mist. Jetzt komme ich hier, glaube ich, gar nicht mehr raus, ne? Warte mal.
Wo hatte ich mir denn hier ein... Bin ich jetzt doof? Hier war's. Da muss ich mir nämlich nochmal ein bisschen Redstone holen. Fackeln habe ich. Ich muss auch gleich mal was mampfen. Weil ich nämlich schon wieder keine... So, das reicht. Hier muss ich nochmal einen Repeater hinsetzen. Okay. Jetzt geht das hier auf und zu. Dann setze ich hier nochmal ein paar Fackeln hin. Ich werde das jetzt aber hier nicht komplett aus Stein machen. Es reicht ja, wenn das so ansatzweise gut aussieht. Weil wann werde ich hier nochmal reingehen? In einem Jahr vielleicht? Oder in drei? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir das hier auch zu. Dass in der Mitte dieses Loch ist, das ist gewollt. Nicht, dass jetzt gesagt wird, hey, da ist doch noch ein Loch, mach das zu. Ich kann das ja nicht einfach zumachen, dann wäre ich ja... Da gäbe es ein paar Probleme dabei. Das war Kobbel? Nein, das war auch richtiger Brickstone, ne? Ja. Okay, ich brauche noch ein paar. Das dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Kann es sein, dass ich auf normal spiele? Wie jetzt? Okay, ich sollte es nicht zu sehr beschreien, dass hier kein Monster rumläuft. Weil dann laufen sie nämlich hier rum. Das kennen wir ja nicht anders. Füllen wir das hier mal ein bisschen mit Eisen auf. Okay, dann müssen wir jetzt halt mal ein paar Steine schmelzen. Ich werde auch mal schlafen gehen. Wobei, nee, muss ich nicht unbedingt. Ich brauche, glaube ich, 4 Steine, ne? Oder 3. Na, das werde ich ja gleich merken. Oh, ich bin jetzt hier schon in der Überzeit, ne? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dann, ciao. Ach ne, Moment. Haha, ich habe ja hier den totalen Endscreen gerade vergessen. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist mal schön, dass man so im Nachhinein nochmal was erzählt, was man so erlebt hat und was wir auch noch vorhaben. Also beim nächsten Mal machen wir diesen Raketenschacht richtig tauglich, dann werde ich noch die Glasblöcke da einsetzen und halt oben werde ich noch die letzten Steine reinmachen, damit wir dann halt das auch dicht haben. Aber wie das natürlich weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Macht es gut, bis bald, tschüss!